Hallo liebe Leute und willkommen zu dem versprochenen Call of Duty Ghosts Part. Ich habe in Modern Warfare 1 angekündigt, einen Call of Duty Ghosts Part hochzuladen im Multiplayer, einen weiteren, wahrscheinlich dann eher nichts mehr davon. Das soll eben so quasi das letzte sein, was ich von dem Spiel noch zeigen möchte. Ich möchte hier noch kurz eine Runde spielen. Dann ja, sehen wir mal weiter. Achtung, feindliche Kriegen wir Vorräte! Team mit der der Enemy! Remington möchte ich gerne eine Runde spielen Macht und ich euch an wünsche euch die viel Spaß. Rebellsoldaten! Jetzt mal eine kurze Runde Ghosts zu spielen wieder mal. Feindliche Griffin! Wir haben die Führung verloren! Feindliche Griffin ist nicht so toll. Das mag ich gar nicht. Ich hasse die Griffins, die sind so richtig bescheuert. Blöder Spawn hier. Erstmal keinen Plan haben, wo ich hinlaufen muss. Soll der Scheiß? So, gucken wir mal, wo hier. Oh mein Gott. Wir liegen in Führung. Sowas gehört. Verbündete Satcom aktiv. Guck mal hier rüber. Mach uns bereit. Schade. Aber ich habe mir fast gedacht, dass die da draußen schon schimmeln und auf mich warten. Natürlich ein bisschen nervig, wenn man es dann so sieht. Aber ja. Ich höre den Hund knurren, das ist nicht so toll. Oh ja. Was war da los? Hundi, hast du ihn? Sehr gut. Braves Hundchen. Die Hundis sind super in dem Spiel. Das ist echt quasi der persönliche Saver in dem Spiel, der es noch zulässt, dass das Spiel halbwegs in Ordnung ist. Eben das Schnellsterben wird quasi durch den Hund ein bisschen in Vergessenheit, also gerät für mich ein bisschen in Vergessenheit durch das, dass ich eben meinen Hund beschütze hier habe, der quasi immer auf mich aufpasst. Deswegen ignoriere ich das einfach manchmal komplett. Aber ja. Schatz, komm bereit. Ghosts war, wie schon gesagt, mein erstes Call of Duty, das ich je gespielt habe. Es war auch das, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Natürlich, weil es vielleicht auch mein erstes COD war. Für manche war es ja das schlimmste und das schlechteste Call of Duty. Kann ich auch verstehen einerseits. Muss man mögen, das Game. Es ist sehr speziell, ich weiß. Ich kann es voll verstehen, ich verstehe aber auch, dass ihr müsst aber dann auch verstehen, dass ich das Spiel gut gefunden habe, weil ich es einfach. Ja gut, wenn du ein, glaube ich, ein Call of Duty unbedingt mal haben möchtest und dann hast du eins und das heißt Call of Duty Ghosts quasi. Hört sich also cool an Ghosts. Und freust du dich wahnsinnig erstmal. Es ist auch ein geiles Game. Ne? Also man kann da eigentlich nicht relativ viel falsch machen. Es ist ein ziemlich gutes COD für mich. Weil ich es mir. Es macht mir einfach so viel Spaß. Ich weiß nicht, mir macht das mehr Spaß als fast. Ja, alles andere. Natürlich liegt es daran, dass ich es eben schon in- und auswendig kenne und dass ich eben weiß, wo ich hingucken muss. Das ist eben das, was mir zum Beispiel bei Modern Warfare 1 fehlt, warum ich auch gesagt habe, ich möchte wieder mal ein bisschen Ghosts aufnehmen, weil ich einfach hier bin ich mir sicherer, wo ich hinlaufen soll. Und wenn ich ein Spiel gewinne oder so, ich möchte einfach mal wieder ein, zwei Runden Ghosts spielen, habe ich gesagt, und das, dann geht das Ganze wieder ein bisschen. Dass ich wieder mal ein bisschen in meinen Flow bin,
was ich so gern mache und so. Und das ist eben dann auch wichtig für mich, einfach mal wieder ein bisschen was anderes zu spielen, zu abwechseln. Natürlich fuckt's ab, aber mich fuckt's hier nicht so ab, zu sterben, wie wenn es mir in den anderen CODs, wenn ich in den anderen Call of Duty sterbe. Ich weiß nicht wieso, ich komme mir in den anderen einfach so dämlich vor. Ist das so? Ja, gut, sterbe ich auch mal. Ich weiß ja den Ghost sogar, dass ich mir das selbst ausbessern kann, weil ich weiß, dass ich es besser bin als die. Ich weiß das einfach. Es ist kein schlechtes Call of Duty. Es gibt schlechtere. Ich finde, dass zum Beispiel Modern Warfare 3, auch wenn ich es nicht gespielt habe, ich kann hier nur vom Feedback von ein paar Bekannten reden, dass das Spiel nicht so cool war. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, dass Ghosts schon mal für mich wahrscheinlich besser wäre, weil wie es mir ich auch so angesehen habe, ich hab dann mal von Elotrix ein paar Folgen reingezogen, muss ich sagen, alter Vater, das würde ich nicht aushalten, was da abgeht. Natürlich, jetzt ist das Spiel komplett voll Hacker. Ich habe in Ghosts bis jetzt noch keinen einzigen Hacker gesehen. Geschweige denn, ich habe das Spiel, seitdem es rausgekommen ist, ich habe noch nie einen Hacker begegnet in diesem Call of Duty. Vielleicht, weil es keine Hacker spielen wollten, weil sie gedacht haben, so ein blödes Spiel, das spiele ich nicht mal, wenn ich hacke. Kann ja auch sein. Gut, sage eh nichts dagegen. Trotzdem, für mich unverständlich, wie man das Spiel so hassen kann, weil so schlecht war es nun wirklich nicht, wenn man mal nicht komplett übertreibt. So, ich überlege gerade, ob ich noch eine andere Waffe hinzupacken soll, aber ich wüsste gerade überhaupt nicht, welche. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst hinzutun sollte. Das heißt, es bleibt wahrscheinlich erstmal bei der Remington. Ja, na gut, da fällt mir nichts ein. Eigentlich möchte ich nicht Stonehaven spielen, aber da wir nicht recht viel Auswahl haben in Call of Duty Ghosts, spiele ich mal Stonehaven. Ich finde es witzig, dass die Grafik von Call of Duty Ghosts einfach nicht dem entsprach, was man glaubte zu bekommen. Es ist einfach alles viel zu blass. Also sie haben die Farbe einfach zu weggelassen. Infinite Warfare sieht das jedoch wieder halbwegs normal aus, aber irgendwie dennoch nicht so schön, dass ich sagen kann, das sieht besser als Black Ops 3 aus. Black Ops 3 sieht da viel besser aus. So, ich spiele jetzt mal eine weitere Runde. Und was ich jetzt auch quasi so eine Angewohnheit habe, was ich von einem Kumpel auch von mir habe, dem Payflow, quasi. Er spielt jede Waffe in COD immer zu jeder Zeit mit Schalldämpfer. Was auch Sinn macht, weil wenn du auf Streak gehen willst, macht das sowieso keinen Sinn, wenn du nicht mit Schalldämpfer spielst. Ich habe mir das einfach mal abgeguckt ein bisschen und spiele jetzt auch sehr viel mit Schalldämpfer. Also ich spiele aber auch kaum mit Waffen ohne Schalldämpfer. Zumindest hier jetzt in Call of Duty Ghosts. Weiß nicht, ob es in anderen Call of Duty, ob ich es dann anders machen würde, aber hier zumindest nicht. Gut, da war aber auch niemand bis jetzt. Was eben wichtig ist, dass du in Ghost hast, ist eben dieses unbegrenzte Sprinten. Wenn du das nicht drinnen hast, ist es natürlich ein bisschen doof. Ich finde das einfach so richtig stealth-schnittig, wenn du quasi mit Schalldämpfer herumrennst. Die wissen nie, wo du bist, die wissen nie, wo du schießt. Das ist einfach angenehm, wenn man das weiß, dass die das nicht wissen. Mist. Ich dachte, der wäre weg. Ich habe den kurz nicht mehr gesehen, dachte, der wäre weg. Scheiße. Was haben wir hier? Ein Sieg im Nahkampf. Das wird schwierig. Auf der Map ist das ein bisschen unwahrscheinlich, dass das passiert. Das sind 10 Assists mit der Waffe. Na gut. Verdammt. Ja gut, der Feldbefehl war aber auch jetzt nicht gerade leibend. Die Remington ist einfach eine super Waffe. Die kannst du auf jede fucking Distanz nehmen. Ist das jetzt dasselbe wie zuerst? Du musst dich einen Sieg im Nahkampf machen. Kann ich nicht mal sagen, ob das jetzt dasselbe ist wie vorhin. Ich dachte mir schon.
ich mag Ghosts einfach, es ist einfach, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was man an dem Spiel so schlecht gefunden hat. Es ist direkt schade, muss ich sagen. So, ja. Ich finde es schade, dass man das Spiel so gehasst hat. Ich kann es nicht verstehen, aber gut. Ist ja im Prinzip egal. Ist ja jedem das seine. Zu meinem Video, was ich hochgeladen habe, bitte nehmt es nicht zu serious, dass der beste Call of Duty Spieler, das ist einfach nur so ein Titel, da habe ich mir gedacht, was mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich will so ein Video machen mit meinen ganzen Highlights, wo ich einfach alles drin habe, was ich jemals in Call of Duty gemacht oder erspielt habe. Und da darf sowas nicht fehlen. Einfach. Und dann habe ich mir gedacht, naja, suchst du dir halt mal einen Titel für das quasi, aber such dir halt einen passenden. Es soll jetzt nicht irgendwie abstoßend wirken oder so. Und ich fand einfach ich habe keinen Plan, was ich für einen scheiß Titel nehmen sollte für das Video. Ich hatte echt keine Ahnung. Und dann habe ich mich eben entschieden dafür, ich könnte ja es der beste Call of Duty Spieler nennen, aber und ein Fragezeichen dahinter stellen, quasi, dass es nicht ernst genommen werden soll. Das ist auch nicht ernst gemeint jetzt. Natürlich bin ich nicht der beste Call of Duty Spieler der Welt, niemals. Nicht mal ansatzweise, da sind Welten zwischen mir und anderen Spielern. Nur weil ich in einem Call of Duty mal gar ein paar gute Runden hatte, heißt das nicht, dass ich der beste COD-Spieler aller Zeiten bin. Ich habe da maßlos übertrieben, das gebe ich auch persönlich zu. Aber das war aber auch, habe ich auch noch einmal in die Beschreibung gepackt, mit quasi so, hey Leute, bitte nehmt das jetzt nicht so serious und seid da jetzt bitte nicht so drauf fixiert, dass das jetzt das unglaublichste COD-Video wird, das ihr je gesehen habt. Oh mein Gott, was war das eben für ein Aim? Da sieht man es zum Beispiel, ich kann auch nicht alles hier abblocken oder abwehren. Ich kann jetzt nicht überall sagen, ja, das mache ich auch easy, das gewinne ich auch easy und so. Ich gewinne nicht jeden Zweikampf easy, das ist auch jahrelanges Üben gewesen. Weißt du, wie lange ich mal gebraucht habe in einem COD, um das zu reißen? Das ist gar nicht so einfach. Sei in Call of Duty gut und reiß mal richtig viel. Es ist einfach schwierig. Und es ist wirklich nicht einfach. Ich habe lange gespielt, ich bin berechtigt, dass ich das so sagen kann, dass ich halbwegs gut bin. Gewisse Sachen muss ich üben, was ich gar nicht kann, was man auch in Modern Warfare jederzeit immer wieder sieht. Ich bin einfach ein richtig mieser Messerer. Ich weiß nicht. Ich konnte auch überhaupt keine Messeraktion von mir irgendwo einblenden. In dem Video. Der beste COD-Spieler, weil ich eben gar nichts hatte. Ich hatte nichts von mir. Ich hatte keine wirklichen Messeraktionen, außer die eine da eben. Und das waren eben auch nur Double Kills. Ich habe keine Messeraktion, wo ich so quasi so Panic Knife-mäßig manchmal dagegen richtig daneben schlage. Das habe ich manchmal, das finde ich ganz witzig. Das ist aber auch schon das Einzige, was ich manchmal überhaupt schaffe. Ich bin einfach im Messern nicht gut. Das kann ich nicht. Das liegt mir nicht. Und dafür müsst ihr eben anderen Leuten zugucken, geht auf andere Channels, Call of Duty Channels wie LEA oder weiß nicht, die machen das viel besser, die haben auch viel bessere Reactions als ich. Ich habe keine schlechten Reactions, aber ich habe auch nicht die weltbesten, wie es in dem Video wieder mal dargestellt wurde von Mr. Superintelligent. So, was man da noch sagen kann, ich spiele COD einfach richtig gern, es ist einfach, es macht mir einfach Spaß, das ist etwas, das hat nicht jeder, es macht nicht jedem Spaß, COD. Mir macht Ghost Spaß, ich weiß nicht, mich fuckt das Spiel einfach nicht ab. Mir ist das schnelle Sterben egal, bei dem Game, ich weiß nicht, das ist mir sowas von egal, einfach. Ich habe da ganz andere Sachen manchmal drin, die mich mehr nerven, in anderen Call of Duty. Das ist eben dieses schnell Sterben noch da, und dann auch noch so einen lauten Sound, so richtig so wusch, wusch, wo es dich richtig schreckt und so. Das ist ganz, ganz hart für mich, das mag ich gar nicht. Das ist was ich gar nicht machen kann und nicht leiden kann. Es ist einfach, jeder ist auf seine Art und Weise in gewissen Spielen gut. Ich mag Call of Duty, ich bin in Call of Duty nicht schlecht, ich kann es halbwegs gut. Ich bin nicht der Beste, nicht mal ansatzweise, also das möchte ich nochmal festhalten, falls da Unklarheiten kommen oder falls da irgendwelche Kommentare kommen sollten. Bitte das nicht zu ernst nehmen, das ist einfach nur ein Video. Außerdem bin ich auch nicht mal ein großer YouTuber, der dafür irgendwas sagen könnte, dass er der Beste ist. Dafür hätte ich nicht mal das Recht. Was ist da los? Ja, ist klar, dass du getroffen wurdest. Nur von wo? Ah, von hinten. Da bekomme ich eine Nachricht. Es heißt wahrscheinlich gleich, es soll Battlefield kommen. Aber ich mache hier den Part noch fertig. Spielen wir die Runde noch zu Ende. Ich will euch hier noch ein cooles Gameplay zeigen.
Ich hoffe, ihr bekommt Eindrücke. Ich gebe euch einen Tipp, falls ihr noch Ghost spielt, wahrscheinlich nicht, aber falls noch wer von euch da draußen Ghost spielt, macht euch so eine Klasse mit einer Remington. Das ist wirklich die Allround-Waffe in dem Game, muss ich sagen. Die Remington ist die Allround-Waffe mit einem Visier, mit einem Rotpunkt oder so drauf, dass ihr besser sehen könnt. Den Schalldämpfer, das ist super. Da könnt ihr echt wirklich die ganze Zeit herumlaufen und richtig Bock macht das einfach. Das ist einfach witzig, mit der Waffe zu spielen. Die ist richtig geil. Ich weiß nicht, ich glaube, die gab es sogar noch in einem anderen COD, aber ich weiß genau gerade nicht, in welches die noch so gab. Dafür müsste ich jetzt googeln. Ich habe jetzt echt keinen Bock hier was zu googeln. Wir haben jetzt hier draus. Komm ein bisschen. Wo war der? Ja, da ist der hinten. Tipp meinerseits in Ghosts, auf, wenn ihr noch Ghosts spielt, habe ich noch einen Tipp für euch auf Stonehaven. Rennt einfach außen rum, wenn ihr mit normalen Waffen spielen wollt. Das geht eigentlich ganz gut. Aber es ist das Wichtigste in Ghost, was ihr braucht, ist einfach, ihr braucht diesen Schalldämpfer. Ohne Spaß, ohne diesen Schalldämpfer geht gar nichts. Das ist einer der, das ist der wichtigste, die wichtigste Sache hier in Ghost ist dieser Schalldämpfer. Ohne den geht einfach nichts. Ihr müsst den einfach reinpacken. So, ich sag danke fürs Zuhören, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu voll gelabert in dem Part. Ich habe ziemlich viel gelabert jetzt, aber ich musste einfach mal ein paar Dinge loswerden, die ich jetzt hier noch sagen wollte. Danke fürs Zuhören, bitte. Viel Spaß bei uns in meinen weiteren Videos. Ich gebe mir Mühe dafür, euch gute Gameplays auszuhauen. Bis zum nächsten Mal.